Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video. Wir sind wieder auf dem C64. An meiner Seite der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und da ist es endlich. Lange erwartet, lange geplant, lange gewünscht, was auch immer. Heart of Africa. Oder bei uns so schön in der geilen Übersetzung. Herz von Afrika. Nicht wichtig. Herz für Afrika. Das ist das mit, was immer zu Weihnachten verschickt wird. Hier, ja, du hast das so schön beschrieben mit Pirates of Land. So ungefähr. Pirates trifft es in Afrika eigentlich ganz so gut. Also es ist sicherlich nicht uninteressant. Ich hatte auch damals viel Spaß damit. Aber was soll ich mal sagen? Es ist vielleicht nicht so gut gealtert. Naja, aber ihr werdet es gleich sehen. Genau, wir werden es ja mal ein bisschen anschauen und gucken, was da so rauskommt und wie das überhaupt ist. So, wir kloppen uns erstmal über die hervorragenden Ladezeiten, die ganz großartig sind. Die was ja dann der Beweis ist, dass es auf dem C64 läuft. Genau, so, da geht's los. Wir starten ein neues Abenteuer. Juhu! So, das war schnell, weil im Allgemeinen dauert es nicht so schnell. Als ich das Schiff nördlich Kairos verlasse, sehe ich von der ausgedörrten Wüste, stimmt, wir haben ja keine Umlaute, Entschuldigung, ja, braune Lehmhütten, die um ein paar größere Gebäude gruppiert sind. Schwitzend beginne ich heute mein afrikanisches Tagebuch. Was ist das denn für eine Übersetzung? Vor allem schwitzend beginne ich. Also das klingt schon wieder nach was ganz Perversem. Hier liegt etwas vergraben. Kann ich das auch schon? Kann ich das machen? Ich hab da noch gar keinen. Du hast so eine Hand. Ja, ja, aber kann ja nicht graben. Wo ich ja, wie der Name schon sagt, ein Graben. Ja, ja, das ist schön, aber. Dann kauf dir eine Schaufel und merk dir die Stelle. Das versuche ich jetzt mal. So, da sind wir im der Hafen von Kairo. Gehen wir natürlich in den Pub. Mal in den Pub rein, ne? Hey, erstmal hier. Kuss die Welt. Kannst du ein paar Piraten anheuern? Falsches Spiel. Entschuldigung. So, erzähl mal was. Es wird geladen. Der Verkäufer war ebenso frustriert wie ich. Er sagte, du anmaßender Deutscher. Um hier ein Geschäft zu machen, musst du dich neben mich stellen. Dann zeige ich dir meine Ware. Mach ich. Dann machen wir das wieder. Wie raus hier. Von der Jane. Na, irgendwie hast du dich falsch daneben gestellt. Willst du mir nichts mehr verkaufen, du Arschloch? Wie, Spielstand? Achso, das ist der Safe-Fritze. Okay, gut, den wollen wir euch nicht zeigen. Aber man kann tatsächlich abspeichern, weil dieses Spiel ist ein wenig länger. Ich habe sogar mal irgendwo gefunden, wie groß die Karte wirklich ist. Und die ist riesig. Also er latscht wirklich durch komplett. Oh, das sieht mir sehr. Das sieht so nach aus, als würdest du eine Schaufel hier kaufen können. Ja. Na komm, du anmaßender Deutscher. Raus hier. Das macht mir Spaß. Aber gib mal eine Waffe und ich sage dir, was ich davon halte. So, ich verlange 20 Mark. Das ist eine Truhe. 20 D-Mark. Was ist das? Medizin, 10 Gaben und eine Karte. Karte. Die Gaben brauche ich auf jeden Fall, um was zu tauschen. Das macht Sinn. Karte können wir auch mal kaufen. Medizin, komm, was kostet die Welt? So, jetzt kannst du mich wieder rausschmeißen. So, was ist das denn? Bist du ein wichtiges Gebäude? Ja, bist du. So siehst du ein bisschen danach aus. Also es gibt viele Gebäude, die können ja gar nicht betreten. Das ist ein bisschen, ja, komm. Langsam wird der Gag jetzt aber doof. Das Raus hier Spiel. Ja. So. Jetzt kommen endlich so die interessanten Sachen hier. So. Was ist so? Hat er nicht gekauft? Doch, hat er gekauft. Jetzt hast du zwei davon. Komm, Machete und natürlich auch eine. Dann machen wir so die Indiana Jones Gedenkpeitsche noch. Peitsche, so.
raus hier. Diesmal ohne rausgeschmissen zu werden. So. So, ich glaube, ich finde das gleich ganz total doof, dass ich hier mit dem Gewehr rumrenne. Ich dachte, du gehst jetzt in den Pub rein und fragst dir nochmal ganz höflich. Was ist denn das? Da! Das ist schön. Aber der schießt auf dich. Oh, nehmen wir Kupfer. Was haben wir? Nur mit? B. Noch mehr? Immer mal kurz so ein afrikanisches Dorf ausgeraubt, ja, Alter. So, jetzt gehen wir in den Pub. Extra für dich. Aber ich habe immer noch keine Schaufel. Du kannst ja mit der Machete dann graben. Finden auf jeden Fall, ihr seht, die Waffe nicht ganz so ansprechend. Mhm. Was ich gar nicht verstehen kann. Ist mir schon klar, dass da was vergraben liegt. So. Ja, ein Papp. Für ein Freibier. Hä? Okay, man wird sofort rausgeschmissen. Okay. Das hilft nicht. Nicht unbedingt. So, dann gehen wir jetzt einfach mal runter. Also ihr macht eigentlich auch nichts anderes als im wahrsten Sinne des Wortes hier in die Küste abgehen und dann von Dorf zu Dorf eben zu handeln oder ne, in dem Fall hier Unsinn zu machen. Mhm. Bin mal gespannt, die finden uns bestimmt gleich doof. Aber ich bleib jetzt mal mit dem Gewehr gezückt. Bin hier der nette Tourist. Genau. Ein Dorf der Nubia. Guten Tag. Ich bin der weiße Mann mit der Waffe. Mhm. Aber lassen Sie sich nicht stören. Ich bin der Waffenhändler aus Ports. Ja, finde ich gut. So. Ein bisschen hier. Können wir dann abräumen. Na komm, das ist uninteressant. Jetzt nimmst du mal die Waffe weg und dann wirst du verhaftet. Kannst nichts mehr tragen. Kann ich den hier irgendwas droppen? Genau, ein bisschen Geld geben. Wie raus hier. Toll, du willst den Geld schenken und wirst dann dafür rausgeschmissen. Geil. Aber den Händler kannst du jetzt nicht erschießen. Wunderlich, kann ich dir nicht hier irgendwie was ablegen? Wäre dann mal ganz sinnvoll. Ja, auf jeden Fall. Würde ich nämlich das Kanu klauen. Aber mit einem Kanu kann man nämlich logischerweise in See stechen. Mhm. Aber ich habe immer schon mal großartig 20 Rationen, das ist viel. Wobei. Ich wundere, dass das Geld abgegeben und die Gaben abgegeben, weil wahrscheinlich habe ich trotzdem bezahlt. Ja, am Anfang hast du ja bezahlt für das ganze Zeug. Bis du dann die Waffe gekauft hast. Ich war verloren. Die staubigen Straßen sahen alle gleich aus. Aber ich erhielt von einem Eingeborenen für eine Gabe Hilfe. Er machte eine Skizze, so kenne ich nun die wichtigsten Richtungen. Der gute Nord, Richtung. Süd, West, Ost. Richtig. Wie super. Mhm. Die kannte er hoffentlich schon vorher, bevor er irgendwie hier zum Entdecker wurde. Aber das ist ja eine Grundvoraussetzung eigentlich. Na, muss nicht. So, nur mal einfach, oder war mal. Ja, da muss ich dir sogar recht geben. In der heutigen Zeit ist es keine Voraussetzung mehr. Da musst du dann als Voraussetzung ein Navi-System bedienen können. In Heinz und so. Ja, genau.
So, jetzt gucken wir mal einfach, was wir hier so Spannendes haben. Was haben wir da denn Schönes? Das sieht so nach Sumpfgebiet aus. Ja, kommt da auch nicht so wirklich gut durch mit. Was ist das denn? Aha. Da haben wir immer noch keine Schaufel. Was haben wir denn ein Schönes gefunden? Ich entdeckte den Tanasee. Schön. Das heißt, wir sind in Tansania oder was? So, solange der jetzt nicht den Titicacasee entdeckt, ist ja alles in Ordnung. Da wissen wir, dass wir im richtigen Kontinent sind. Ich entdeckte den Rhein. Ich entdeckte die Nordsee. Ich beschwere mich nochmal bei TUI, wenn ich wieder hier rauskomme. Mhm. Aha, Nilquelle. Aha, ich kann sogar schwimmen. Wahnsinn. Und keine Krokodile. So, ist doch bestimmt irgendwie ein Dorf. Also wenn das der Nil ist, dann vermute ich, es handelt sich hier um Ägypten. Was auch ganz sinnvoll wäre, weil wir haben ja vor ein paar Minuten erst beim Hafen in Kairo. Genau. Afrika ist jetzt doch ein bisschen größer, als man denkt. Mhm. Afrika ist definitiv ein bisschen größer als das kleine Fenster, wo sich das Ganze abspielt. Ja, das Fenster ist ein bisschen arschklein. Das ist schon... Das haben so bei Pirates ein bisschen besser gelöst. Was hat er denn jetzt wieder? Ich entdeckte den Turkana-See, als sie einen Hang überquerte, schien es, als sei der Himmel heruntergefallen. Bis zum Horizont erstreckte sich ein himmelblauer See. Schwärme pinkfänger Vögel bewunderten im Spiegelbild auf der Wasser Oberfläche. Ja, super, du bist beim Zoo. Ist doch schön. So, wieder ein Dorf? Nee, nicht wirklich. Ich will zum Dorf, ich bin gleich tot. Ich muss Handel treiben. Du hast noch 12 Rationen. Das glaube ich aber nicht so viel. Ja, es sind nur noch 11. Das glaube ich schon eine weniger als gerade. Mhm. Ich komme auf Sachen, ne? Man sieht mal wieder Mathe-LK. kann man den betreten, den Berg? Ja. Ich entdeckte den Berg Kilimanjaro. Ah. Aha. Und jetzt kommt natürlich die Gag-Frage überhaupt. Beide Gipfel? Ja, auf jeden Fall wollte er nicht dahin. Mhm. Auch nicht in die Mitte. Gut, die Frage ist natürlich, wer den Gag kapiert. Wer den kapiert hat, bitte in die Kommentare. Versteht da sowieso keiner. Ihr seid alle zu jung dafür. Schaut da sowieso einer. Kilimanjaro, ist das ein Eis? Ist es eine Kaffeesorte? Oder ein Reinigungsmittel? Ein Dorf! Ach was, Kilimanjaro, das ist doch das neue Videospielsystem. Suraheli. Okay. Hey du! Wanna fight? Die Eingeborenen lassen sich nicht gegen... Hä? Gern anrempeln. Wenn ich sie anstieß, nehmen sie, was ich gerade in der Hand hatte. Hatte ich gerade nichts in der Hand, stahlen sie etwas aus meinem Gepäck. Ich halte wohl besser Abstand. Geil. Diebe! Ich werde beraubt. Das interessiert ja keinen. So, was bist du? Das ist der Muskelprotz dort. Oh, der will auch wieder ein Kanu. Du machst dich schon wieder beliebt hier. So, du hast ein Kanu. Schön. Nimm. Ja. Yeah. Alter. So. Du bist getroffen worden. Das war nicht gut, glaube ich. Das war nicht gut. Ich
wurde von einem vergifteten Pfeil getroffen. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war. Ich frage mich, ob irgendwas verschwunden ist. Ja, die Rationen. Alles. Und die Gaben. Und alles. Alles. Wo bin ich denn jetzt hier? Das ist jetzt so eine Art Knast. Sieht so aus. Sehr gut. Das finde ich grundsätzlich nicht so gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, das kannst du nachvollziehen. Ja, durchaus. Und ich werde ja wahrscheinlich ohne Nullration auch verhungern. Das ist doof. Da ist doch der Ausgang. Ah. So. Und nun? Jetzt gehst du wieder zum Händler und kaufst dir Zeugs. Ich nehme mal die Waffe. Welche Waffe? Ich kann da gar nicht rein. Da lässt du nicht mehr rein. Ja, super, ich werde verhungern. Das Herz von Afrika, ja, von wegen. Gastfreundschaft. Ja, scheiße. Ja, zu Gast bei Freunden, ich merk's. Dann geh doch einfach schwimmen. So, jetzt kommt der gleich sowieso und sagt, tot. Das andere Dorf sagt, oh, das ist der Weißmann, der hier alle Leute angreift. Dem helfen wir. Ja, das spricht sich rum, ne? Mit Rauchzeichen können die sich da unterhalten. Auch geil, ein Monat ist vergangen, der hat noch nichts gegessen. Ah, ist schon ein harter, ne? Weil isst er ja gleich sein Geld. Oder seine linke Hand. Okay, da ist das nächste Dorf. Lauf! Forest! Der Bantu. Die Bantu. So, die haben ja noch nichts angetan, die müssten mich toll finden. Ich will aber ins Dorf. Hallo. Die werden sicher nicht gerne angerempelt. Gut, ich habe ja nichts mehr. Du hast noch ein bisschen Geld. So, ist denn da irgendwas, was ich hier nutzen kann, oder bin ich gleich tot? Er ist nicht so schnell im Augenblick mehr. Ja, der wird hier so ein bisschen schläfrig. Ja gut, aber ich glaube, der vergiftete Fall war auch nicht so gut. Wobei nach 2 Monaten dürfte normal die Wirkung nachgelassen haben. Das sagst du so, aber der isst ja auch nie was. Gut, wenn er sich das Essen klauen lässt, ist ja auch kein Wunder. Aber die wollen halt nichts mehr mit mir zu tun haben, ich merke das schon. Gibt es eigentlich so ein Kannibalenvölkchen dann auch in dem Spiel? Ich glaube, es gibt auch nicht ganz so nette Leute, ja. Was weiß ich, dass das das Dorf der Bantu ist. Die haben mich ignoriert. Du hast nur die Händlerhütte nicht gefunden. Nee. Ja, mal gucken wir mal, ob wir das nächste Dorf finden. Ich will nur eine Waffe, dann will ich euch erschießen, dann gehe ich wieder. Ironie des Schicksals, du kaufst beim Waffenhändler eine Waffe und erschießt ihn damit. Ja, ist ja so. Ist ja so wie im richtigen Leben, so wie in den USA. Juni. Liebes Tagebuch, ich habe seit 4 Monaten nichts gegessen. Und ich muss zugeben, ich lebe gesund. Wenn in Stuttgart ein Bettler dazu jemand an die Tür gehen würde und sagen würde, hier, ich habe seit Tagen nichts gegessen, dann käme als Antwort nur, ja, sie müssen sich halt zwingen. Richtig.
Boah, das ist bestimmt nicht gut. Muskelkrampf, ich wurde schwer verletzt. Ja, super. Du bist ja noch langsamer. Ja. So viel zum Thema gesunde Ernährung. Ja. Yeah. Kommt er noch an Land? Oder wird das schon knapp? Ne, komm. Wahrscheinlich ist er zu schwach, um an Land zu klettern. Das sieht nicht gut aus. Im Augenblick gewinnt die Strömung. Strömung 3, Spieler 0. Ja, yeah, vor allen Dingen, der hat doch gleich bestimmt auch gleich hier Unterkühlung und was weiß ich, durchnässt und aber es hat wirklich was so von Pirates, ne? Einmal, wie gesagt, den Giftfall abgekriegt, bist du eigentlich am Arsch. So wie man bei Pirates nicht die Code-Abfrage vermasseln sollte. Na, richtig, sonst wird der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Ja, ich glaube, da kannst du eigentlich nichts mehr erreichen. Ich habe tatsächlich mal irgendwie ein paar Stündchen durchgehalten, aber das war von einer Wasserschlange angeholt. Ich wurde beinahe getötet. Was aber auch eine gute Serie. Pylon greift an. Ich wäre fast gestorben. Ja. Das war's. Forscher verschwand und man hörte nichts mehr von ihm. Musst du langsam lesen, weil der Text so langsam ist. Das ist es auch. Tja, War jetzt immer nicht gekommen. Nö, das war auch irgendwie zu erwarten. Ja, ich sag's mal so, für damalige Verhältnisse absolut innovativ, ohne Frage. Recht umfangreich auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch so, dass man sagen kann, ja, ich hatte mit Pirates mehr Spaß als mit dem Ding. Ich hab's aber auch irgendwie ein paar Monate mal gezockt, so ist das nicht. Aber ja, also man sollte auch nicht viel Scheiße machen, wie man gesehen hat. Es ist kein GTA, es ist keine gute Idee. Aber man kann damit Spaß haben. Ja, denke ich auf jeden Fall. Ihr wolltet es mal sehen? Da ist es. Das ist das Herz von Afrika. Ist das geil. Du bist glücklich, ne? Total. Jetzt habe ich ein Herz in Afrika verloren. Gut, wir dürfen nicht vergessen, wir beide leben ja jenseits von Afrika. Richtig, genau. Das, das ist auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ja. Komm, geh nochmal. Kann dann gucken, ob wir da vielleicht irgendwie noch ein Dorf haben. Es gibt ja auch so Sachen, die man hier finden kann. Ihr seht ja, Kilimanjaro kann man finden. Man kann auch andere Sachen finden. Man kann auch Schätze ausgraben. Wobei ich jetzt dann doch fragen muss, Kilimanjaro, ist er wirklich in Ägypten? Nö, das würde ich nicht so sagen. Vor einem Monat habe ich dieses Abenteuer begonnen und ich glaube, ich bin schon verloren. Nördlich von Kairo verließ ich das Schiff, um zu starten. Ich muss diese Gebäudeansammlung finden, bevor ich Probleme bekomme. Aha. Ja, langsam hast du weniger Essen hier. Oh, geh auch mal einfach nochmal weiter. Latsch einfach mal durch die Wüste. Da kann auch nichts passieren. Also stehst hier noch 6 Rationen da, also bitte wirst doch hier überleben. Ja, was hat er jetzt wieder? Wer verrückt vor Durst, muss bald Wasser finden. Ja, dann geh nochmal weiter. 5 Rationen. Vor allem hat ihm noch gerade auch keiner an Wasser interessiert. Mal gucken. Noch ein bisschen weiter. Gucken, wo man da rauskommt. Gut, die Wüste ist relativ groß. Ja, das stimme ich dir zu. Ja, das war's dann auch. Obwohl Rationen da waren. Ja, ist irgendwie nicht ganz so logisch, aber... Naja. Ja, dann können wir es auch beenden, würde ich sagen. Das